So, hallo miteinander, liebe Unterstützerinnen, liebe Demokraten und Demokratinnen. Ui, noch immer zu niedrig? Ja. Auch so. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich freue mich nicht, dass diese Veranstaltung notwendig ist. Ich freue mich aber, dass ich hier den Kreisvorstand der GEW Ostwürttemberg vertreten darf und die Solidarität mit euch, mit Ihnen, mit uns allen gegen diese Partei, die wieder im Kongresszentrum ist, dass wir hier Flagge zeigen. Es ist einfach wichtig. Wir stehen als GEW, als Bildungsgewerkschaft an eurer Seite. Wir stehen für eine offene und verantwortungsvolle Gesellschaft. Das ist uns, ich bin auch Pädagoge, eine zentrale Herausforderung und eine zentrale Aufgabe. Wir wollen eben einen mündigen Bürger, wir wollen mündige Bürger erziehen und ihnen den Weg bereiten. Diese Partei hingegen steht eindeutig nur für Unsolidarität, Spalterei und Ausgrenzung. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben schon gesagt, und ich kann es auch betonen, hier in Gmünd und auch in ganz Ostwürttemberg ist hierfür kein Platz. Wir geben den Platz den Radikalen nicht. Wir streiten und verteidigen unsere bunte und weltoffene Stadt. Im September stehen die Bundestagswahlen an. Und wenn ich als Gewerkschafter einen Blick in das Parteiprogramm dieser Partei werfe, kann einem wirklich Angst und Bange werden. Die Herren, naja, so viele, ich sage jetzt betont Herren, denn Frauen gibt es nicht so in der AfD. Die AfD hat von den im Bundestag repräsentierten Parteien den geringsten Frauenanteil. Knappe 18% sind Frauen in den gut 32.000 Mitgliedern der AfD. Die Herren haben ein Programm entworfen. An ein paar Stellen tauchen vordergründig ein paar soziale Leistungen ab. Hier hat man vor bei den progressiven Parteien abgeschrieben. Wenn man, wie meine Vorredner, schon in den Bereich der Finanzen und Steuern schaut, fällt einem auf, als Pädagoge muss ich sagen, hier hat einer vermutlich schlecht von den Liberalen abgeschrieben, aber eigene Ideen sind da nicht dabei. Die Kernpunkte kurz zusammengefasst: keine Ausländer, kein Klimaschutz, CO2 ist super, Atomkraft ist auch super, EU unnötig, Euro noch viel unnötiger, Ehe für alle, nö, und, hatte ich schon gesagt, keine Ausländer. So eine Partei, Marius, du hast es schon gesagt, die wird zwar einstellig, da bin ich mir ganz sicher. Ein Bereich ist mir besonders aufgefallen beim Thema Menschenbild. Ich zitiere aus dem aktuellen AfD-Bundestagswahlprogramm zum Thema Weltgesundheitsorganisation zur WHO, die erstmal im Vortext grundlegend reformiert und verschlankt werden soll. Also Zitat aus dem Wahlprogramm: Wir setzen uns zudem dafür ein, dass die WHO die begriffliche Voraussetzung für das Vorliegen einer Pandemie wieder um den bis 2009 gültigen Zusatz eine enorme Anzahl von Todes- und Krankheitsfällen erweitert. Hier stellt sich mir die Frage, sind der AfD nicht genug Menschen an Covid gestorben? Was ist hier das Ziel? Was soll das? Was ist das für ein Menschenbild? Braucht die AfD jetzt noch mehr Tode, um jetzt von einer Pandemie sprechen zu können? Das ist widerwärtig. Hier zeigt sich eben die unsolidarische Haltung dieser Partei. Man könnte gerade von einer Geringschätzung menschlichen Lebens reden. Die Partei ist auch im Bereich der Bildung, natürlich muss ich auch ein, zwei Sätze zum Thema Bildung sagen, einfach die Partei der Spalterei und die Partei der Ausgrenzung. Es sollen wieder nach Möglichkeit Förderschulen müssen wieder zum Regelfall für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden. Man stellt sich hier offen gegen Inklusion, gegen eine offene Welt, gegen Ziele der Vereinten Nationen.
denn eine vereinte Weltgemeinschaft scheint eh nicht so das Thema dieser Partei zu sein. Stattdessen soll man schon bereits in der Grundschule Heimatliebe und Traditionsbewusstsein stärker fördern. Von Kompetenzorientierung hält die Partei auch nichts. Kompetenzorientierung ist vor allem Problemlösung und Problemlösungskompetenz. Die Partei will eher das Faktenwissen betonen. Die Partei, die es mit den Fakten ja so genau nimmt. Also bitte, hier war zum Beispiel auf den Klimawandel, wie meine Vorrednerinnen und Vorredner schon gesagt haben. Also das ist alles andere als glaubwürdig und ich kann euch sagen, diese Partei hat von Erziehung und Bildung keine Ahnung. Von der GEW weisen wir immer wieder auf die dringende Notwendigkeit eines guten schulischen Medienunterrichts hin, vor allem im digitalen Raum, damit eben Leute nicht den Fake News dieser Partei oder toxischen Influencern oder anderen Trollen auf den Leim gehen. Schulfächer wie Ethik, Geschichte, Gemeinschaftskunde und Deutsch müssen deshalb eine größere Rolle im Schulalltag spielen und eben auch in den Bildungsplänen. Die Besinnung auf demokratische Werte und Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen ist unser Ansporn für ein besseres Miteinander und einen respektvollen Umgang und Wertschätzung miteinander. Wertschätzung ist ein Fremdwort für diese Partei. An dieser Stelle sei nur kurz an die Denunziationsplattform verwiesen, die Ende 2019 von der AfD-Fraktion Baden-Württemberg online gestellt wurde, um unliebsame Lehrer zu melden. Hier wollte man wohl eine Liste der Unliebsamen mal einsammeln. Deswegen, diese Partei bietet nichts außer Unsolidarität, Spalterei und Ausgrenzungen und hat keine Antworten für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Abschließend muss ich als Gewerkschafter und Sozialdemokrat sagen, dass diese Partei mit ihrem demokratiefeindlichen Menschenbild keine Ahnung hat, wie man von Erziehung, Bildung und Wissenschaft. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kein Fußball dem Faschismus.